Servus, sind wir wieder, ne? Mit unserer Cassandra. Schaut ein bisschen komisch aus, hat er. Ich weiß nicht mehr, hab schon lange nicht mehr gespielt jetzt, so. Das letzte Mal war es, glaube ich, vor 5 Tagen. Jetzt muss ich mich noch dran gewöhnen. Also, okay, jetzt geht der Controller. Okay. New Controller Device has been connected. Sehr schön, das ist gemacht. So. Wir haben jetzt den Speer. Auf der Stufe 2 von 7 jetzt da mittlerweile. Ist auch nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, was wir heute angehen. Jetzt müssen wir aus der Höhle raus hier. So. Ja, ein ewiger Weg zum Hatschen. Dun, 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 dun. Sexy Cassandra. Lass mal ran da. Ne, warte mal. Ah, ich will das gleich. Jedes Mal das mit ihm da, ne? So, wir wollen die Cassandra sehen, ne? Die Fische kurz. So, Stufe 22 sind wir schon mittlerweile. Ah, nicht schlecht. Um Skillpunkte zu vergeben. Nein. So, letztes Mal habe ich Dings, die Skills anders verteilt. Und ja, schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Zur Not kann man es wieder hier unten rechts, Fähigkeiten zurücksetzen für 710. Das können wir uns locker leisten. Wir haben ja fast 24.000, kann man sagen. Ja, ein Jägerskill habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht so sehr, ne? Mit unserem Spielstil. Ich bin ja mehr so auf Attentat eigentlich aus, ne? Ein Schleicher. Obwohl, ja. Wir haben schon 6 Adrenalin-Balken bekommen, das ist auch super. Ja, ab in die Ritze. Also, ne? Sesam, öffne dich. Kausch. I'm back. Sexy Cassandra. So, interagieren wollen wir nicht. So, wo ist unser Schiff jetzt überhaupt? Das haben wir da gepackt. Ja, genau, das war das Problem. Ich habe in der letzten Aufnahme, was leider verkackt ist, ein paar Gebiete eingenommen. Dadurch habe ich, genau, jetzt weiß ich wieder, Fähigkeiten gekriegt. Und zwar haben wir jetzt einen Icarus, ne, auf Stufe 2 gebracht. Der kann jetzt uns helfen beim Angreifen und so. Das seht ihr, könnt ihr Pause drücken. Und ja, das haben wir auch. Und jetzt fehlen uns wieder Dings 34 Aussichtspunkte fürs nächste Upgrade von Icarus. Und ja, das ist ziemlich nice. Machen wir mal eine Schnellreise zu unserem Schiffchen. Und dann schauen wir, was wir angehen, ne? Als nächstes. So. Wohin jetzt, Kapitän? Wir schauen nochmal auf die Karte, nochmals. So. Haben wir hier alles abgegrast soweit? Außer den Typen haben wir nicht gekillt, ne? Und den wollten wir ja nicht killen, eigentlich. Na? So. Hopp, hopp, hopp. Da ist eine Quest, ich weiß nicht. Ein Heiler wird geheilt. Die kommen gar nicht rüber, ne? So. Ja. Dann machen wir das mit der Schnellreise, ne? Wir können es ja, ne? So, kostet ja nichts. Geht die fix. Geht die schnell und fix. Boah. Da, 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 da. Das Artefakt. Die Pyramide. So. Kollege. Wir müssen da lang. So. Und. So. Na. Hui. Also den Skill haben wir auch, dass wir uns nichts mehr wehtun. Und runterspringen. Ist auch nice. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge bekommen oder so. Wenn es mich nicht täuscht, oder vorletzten Folge. Unbewusst. Ich glaube wegen der Hauptstory. Aber na gut, ne? So, Stöckchen mitnehmen. Alles mitnehmen.
Oje, ein Bärli. Ich sehe gerade, ihr habt einen richtigen Fehler. Warte mal. Habe ich keine Fähigkeiten ausgerüstet? Verdammt. Fähigkeiten zubeißen. Na klar. Warte mal. Schildbrecher? Schildbrecher, den haben wir auch gehabt. Der war auf A, ne? Eieiei. Zweite Luft, ne? Lebend. Das war auf den Taste. So. Das Ding war oben. Genau. Was ist das da? Ah, das ist der Passiv. Ein Slot haben wir noch. Feuer, ne? Zuweisen. Das machen wir hier hin. So, okay. Okay, das kann man nicht zuweisen. Okay. Alter, wir haben fast im Kampf, ne? So reingegangen. Hoppala! Meister Betz. Ganz ruhig. Übrigens die Cassandra. Lass mich ran da. Ja. Hui. Burn, burn. Wir brennen beide, siehst? Das brennt! Wirklich? Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Ich brennt es sich nicht durch! Scheiße! Oh. Nee, Kinder, hier ist das! Ach ja. Da leben wir unsere Cassandra, ne? Und zerstreht sie. So. Nö. Ein Rehbock, Bock. Was macht's denn ihr da mitten auf der Nacht? Dann wollen wir mal. Einen schönen Penis, was? Keine Ahnung. Das ist alles pervers hier, ne? Ja, Tika. Athen oder wo wir auch sind jetzt. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ja, dann steigen wir mal ab, ne? Besonders wachsam. Malaka. Hoppala. Wollte jetzt nicht eigentlich, aber. Warte mal. Was ist denn hier? Da ist irgendwas. Da ist was. Da ist was. Der ist. Der, die, das. Schmied, da waren wir auch schon lange mehr. Sachen upgraden. Wollten wir auch hinschauen. Und die? Ich weiß ja nicht. Warte mal. Schaut irgendwie safe aus, ne? Naja, schauen wir mal. Ist denn Heiler wird geheilt? Weh oder nur ein bisschen? Weiß nicht. Ist es eher, als ob ein Bär dich beißt? Oder eine Maus? Wie drei Mäuse. Nein, vier. Ah, also eher wie ein Welpenbiss. Verstanden. Also vier Mäuse tun mir weh, mehr weh als ein Welpenbiss, glaube ich. Ja. Tut es irgendwann nicht mehr weh? Ich sag dir was, du musst ihn verjagen. Brüll wie ein Löwe, dann läuft er davon. Gut gemacht. Und jetzt ab nach Hause. Placebo-Effekt, ne? Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykaon. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Immer. Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Manchmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich großzügig dafür bezahlen. Du weißt, wie man mit Söldnern reden muss. Ist das alles, was du brauchst? Alraunen? Fürs Erste. Bring sie zu mir und ich bereite sie für meine Patienten vor. Dann sehen wir weiter. Ich suche die Blätter für dich. Deine schönen Alraunenblätter, oder? Ich bringe dir die Blätter. Sagtest du südöstlich von hier? Ja, bei einem kleinen Fluss nordöstlich von Kira. Die Pflanzen blühen noch nicht, aber die Blätter sind auffällig graugrün.
Vielen Dank. Jo. So, Schnecki. Ein Heiler wird geheilt, ne? Was ist mit den Wölfen? Sollten die auch nicht killen oder so? Ja. Ah, hier. So. Gehen wir's an. Pferdchen macht Galopp. Zappalopp. Na. Pferdchen hat schon aufgegeben, ne? Oder? Hey, ja. Ah. Und hier ist ihr Herzblatt. Also, da ist ja einer. Hoppala! Ja, servus, Strolchi. Hoppala. Na, Cassandra. Wer schreit denn da noch? Da, da. Der Erwin. Zack. 10.000. Oh, 9.000, Alter. Town sagte, die Pflanzen wachsen bei einem kleinen Fluss. Das könnte er sein. Ja, wo ist denn? Ja, wo ist denn? Ah, da ist er. Falsche Seiten, Cassandra. So. Danke fürs Leder. Da, da ist was. Das sind die Pflanzen, die Lykaon braucht. Alraunenblätter. Okay. Drachmen haben wir auch gekriegt. Nice. Da ist auch was. Warte mal. Kling, kling, kling. Na, wo ist denn? Da. Alraunen. Das muss da irgendwas sein. Da. Jetzt haben wir es, ne? Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Und hopp. Weiter. Oh. Hä? Wolken. Ja. Achso, 4 Blätter. Ah, okay. Ella, Ella. Bewegung. Hoppala. So. Was ist denn da? Das sollten genügend Araunen sein. Jo. Zeit, zu dem Heiler zurückzukehren. Avanti, avanti. Jeppa, jeppa. Oh je. Komm schon. So. Da, 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 da. Die Frau sexy Cassandra. Die lässt an jeden Rand da. So. Das war eine unnötige Kurve, aber naja. Was ist mit denen Ella. Da? Warte mal, warte mal. Was kommt sie? Was ist mit dir? Jere, kann ich irgendetwas tun, um Sparta zum Vorteil zu verhelfen, Befehlshaber? Du, Söldling, du hast den Kampf um Megaris für uns Spartaner gewonnen. Jo. Eure Streitmacht rief nach einer Heldin. Und ich habe geantwortet. Dank dir sind die Anstrengungen Athens hier fast zum Stillstand gekommen, sodass mein Regiment endlich zuschlagen kann. Was brauchst du? Ein gewisser Athener Befehlshaber ist alles, was uns noch im Weg steht. Du willst, dass ich den Athener Befehlshaber töte? Ich kann es nicht schönreden. Er muss sterben. Mach mal, mach mal. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Sehr gut. Sparta dankt dir. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Und vergiss nicht die Drachmen, ne? So. Ein Held gesucht. Eine Legende. Hier, ich habe deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. 3 Stunden später. Ich habe die Blätter zerstoßen. Dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lykaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht.
Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut, ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Oh je. Yeah. Okay. Oh, das ist ja einfach gemacht wieder, ne? So. Unser erster Patient. Ja, was? Lykaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lykaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Ist ja, glaube ich, so auf Strizi, ne? So. Lauf, Cassandra. Hoppala. Rück. Na. Tut dir was weh? Hat der Bauch weh? Ja, hast du Bauch weh? Na, das ist schade. Diese Kräuter sind von Lykaon. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Warum das? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt. Da werden wir noch nachhaken, ne? Später mal. So, jetzt können wir noch da einen 100 Meter Sprint hinlegen. Na, da geht schon voll die Party wieder ab, ne? Upp, Finkatsch, und schlauker werden. Aber du mich da nicht geworden. Da. So. Servus. Lykaon lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Das würde ihn bestimmt freuen. Bock aus deinen Lolli. Der Cassandra will nämlich so ein bisschen, ne? So. Servus. Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Großmutter weiter? Meine Großmutter, Praxitea. Ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja. Ja, ich würde gern wissen, was hier vorgeht. Und da geht mit geschnackselt. Danke. Bitte, zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Ja, geh vor. Danke, dass du mitkommst. Jetzt läuft er einfach weg. Hast du schon viele Menschen getötet? Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so frevlerisch ist, dass er nicht nur Menschen großes Unrecht antut, sondern auch den Göttern. Hat er dann keine Strafe verdient? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Ich... Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine von ihr war, nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Ach nö, Cassandra. Das ist aber nicht so nachtragend eigentlich, ne? Ja, wer ist denn das? Hoppala! Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Das ist die Großmutter? Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahm sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit?
Das kannst du nicht verstehen. Sie war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Was ein hast Hinweis, du denn von mir ein erwartet? Hinweis. Wir Ständig haben blau und schlau gelöst. Praxitea muss diesen Armreif im Kampf verloren haben. Aber kein normaler Dieb würde so etwas Wertvolles zurücklassen. Hauptsitz jetzt draußen. Ich muss die Untersuchung leiten, also kannst du ein bisschen ruhig sein. Ne? Ein Sauerhaufen. Yo, oder was geht? Ist dir hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Tja, wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja. Was haben sie getan? Sie haben sie verjagt. Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet, sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Wo ist dieser Hof? Nicht weit, westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit denen anlegen. Danke für die Warnung. Ist ja halt Cassandra, ne? Cassandra ist ja... Was ist der? Over 9000. So. It's over 9000. So, nein. Warte mal. Ja, warte mal. Alter. Da? So. Jetzt gehen wir zur Großmutter Weide. Und los geht's. Ich will da mit. Na na na. Na 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 na. Oh, was haben wir da? Cassandra, du weißt, was zum tun ist, ne? Das wird ein Spaß. Ich sag gleich was. So. Hoppala. Und jetzt? Achso, den haben wir schon in die Luft gehackt. Oh, schade. Na, verdammt. Die können wir wenigstens umrennen da vorne, ne? Die Gammler. Hoppala. Los. Komm schon. Alter. Er ist lebensmüde. Na, sag's, gibt's das, ne? Jo, Nahrung, Nahrung, Drachmen, Drachmen. Komm schon. So. Wir parken uns da her, ne? So. Und dann klettern wir mal hoch und dann schauen wir, was der Icarus so uns sagen kann, wie es da ausschaut, die Lage. Dann fliegt der schon wahrscheinlich. So. Halt, da ist das Spalt. Passt auf, dass nicht reinfällt. So, auf wieder. Okay, da sind wir safe. Hier freut sich keiner, mich zu. Ja, ich schon. Warte mal. Bap, 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 bap. Wo ist die Großmutter Weide? Aha. Ach du Scheiße. Okay. Sind doch ein paar Leutchen hier. Was ist das? Adlerangriff. Okay, wir müssen. Okay, die sind ein Zigarre. Aber machen wir es am besten jetzt. Schwierig, schwierig noch mal schauen. Warte mal. So. Der ist da allein. Der läuft da irgendwie herum. Den können wir jetzt da. Der stationär, okay. Ne, ne, ne. Da machen wir keinen Dings. Combo-Angriff. So. Ja, Alter. Schnell, 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 schnell. Okay. So. Okay, jetzt haben wir den. Streit sie da. Wer war das? Okay. Kommt wer? Hm? Oh, oh. Ich sehe besser mal nach. Scheiße. Na, das ist halt mir so blöd, ne?
Kammer? Ne, scheiße. Okay, jetzt kommt er. Ich sehe dich, das weißt du ja. Ja. Schläg sie. Das ist meine letzte. Zack, boom, liegt er schon. So. Dann nochmal Nacht machen. Das ist besser. Man weiß ja nie, ne? So. Okay. Wir sind jetzt am Kuscheln. Die zwei. Hat er was? Ne, der hat nichts. Steckt. Okay. Hm. Da. Der hat sowas. Ne. Okay, den müssen wir sowieso killen, ne? Hm. Wer pfeift denn da? Scheiße. Was war das? Komm her. Komm her. Komm schon. Tu nichts, was du bereuen würdest. Bleib, wo du bist. Das ist ein schönes Ding. So. Da war es nur mit der Große. Der setzt sich wieder hier hin. Okay, jetzt können wir die zwei anderen machen. So. Okay. Die packen wir und dann gehen wir. So. Da. Schön alles verstecken. Das haben wir super gemacht jetzt, ne? Bis jetzt. Also, ich bin hellauf begeistert, ne? Bis jetzt haben wir keinen Fehler gemacht. Stehlen. Das Schild kann man nicht nehmen. Okay. Hoppala, komm. Ja, wir brennen beide, ne? Das ist ganz toll. Komm mal ran da. Hoppala. Ach du Scheiße. Huhuhu, Cassandra, der ist ja richtig heftig. Schatzelle. Nein, lieber nicht, ne? Warte mal. Ja. Ui. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Na? Hoppala. Kriegst mich nicht. Muss mir ein bisschen heilen. So, jetzt komm her. So, jetzt geht's rund. Hoppala. Hoppala. Jetzt aggressiv, Meister. Ja.
Belohnung verdient, würde ich sagen. Es war ein Schlag zu viel, ich wollte ihn ja rekrutieren. Ne? So, weg damit. Braucht man nicht den Dreck, ne? Aufschließen, vielleicht ist da was drin. Ne. Na. Was haben wir da für einen Schatz? Ne? Vertierter Bogen. Hm? Servus. Wird blöd. Ja. Gib ein bisschen, ne? Bin gleich fertig. Halt mich nach. Passt. Na, halt, Handy muss ich offline. Wir hören uns mal. Achso, jo. Okay. Ciao. Passt. Tschüss. Ciao. So. Ja, das war der Herr Hell, ne? Discord. Ne? So. Was haben wir denn da jetzt? Haben wir das jetzt einander genommen? Ja, passt, ne? Jetzt müssen wir die Quest abgeben. Die gute Quest! Hui! Okay. Ist voll aufgeladen fast. Hui! Bei der Macht von Grayskull. Na, bist du nice. Was ist denn du für einer überhaupt? Kann man die einfach so möcheln? Gehen wir mal. Mann, ich will ein Attentat machen. Na, scheiß, lass. Jetzt. Grüne Äpfel, ja, danke. Ist für einer gewesen jetzt? Athena oder so? Keine Ahnung. Wurscht. Ah. Killer Cassandra ist unterwegs. Ding Dong, ich bin's, die Cassandra. Du bist es. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Gut gemacht. Sparta steht in deiner Schuld. Ein Dankeschön. Ich habe eine gute Mannschaft, doch uns fehlt jemand mit deinen Talenten. Komm zu uns an Bord. Was sagst du? Wie kannst du annehmen, dass ein spartanischer Befehlshaber auch nur im Traum daran denken würde, seinen Posten aufzugeben? Gut. Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn Poseidon es will. Sandra wollte was schnackseln, ne? Achso, warte mal. Wir haben ja noch eine Quest. Warte mal, wo ist denn die? Rote Tränen auf See, ne? Ne, das muss irgendwo in der Nähe sein, irgendeine Quest, ne? Da. Sünden der Vergangenheit, ne? Das ist ja das mit die. Wie heißt denn das? Das Orakel-Ding dann, ne? Okay. Hinweis gefunden. Untersuche den. Das Haus. Achso, das Haus müssen wir untersuchen, ne? Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Meine Entschuldigung. Meine Fresse, sind die aggressiv mit den Leuten. So. Der findet uns nie mehr. Das ist ein weiter Weg. Mhm. Hinweise. So. Da ist Stöckchen. Untersuchungsgebiet hier. Scheiterhaufen. Sieht nach einem Auftrag aus. Bringt das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Wenn Sie Lykaons Großmutter meinen, lebt sie vielleicht noch. Wo hat denn das jetzt gelesen? In dem Dreck drin, da? So. Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin keine Närrin, Lykaon.
Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Ja, wir wollen schnackseln. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ja. Ich suche nach Praxitea. Danke, Cassandra. Der Hof liegt also im Westen. Wir treffen uns dort. Im Westen ist es am besten, ne? Sünden der Vergangenheit. Abgeschlossen. 4830 EP. Dankeschön. Der schlimmste Schnitt. Quest verfolgen. So. Quest. So. Wo ist denn die neue Quest da? Aber liebe Spezies, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Okay. Ciao, ciao.